Also diese Arbeit ist schon ein Ding, jetzt hier bei diesen Physikern, ja? So, naja, aber so immerhin, deshalb gehen wir in die Schule zu lernen und gehen wir leider in die Schule. Das ist eigentlich traurig, diese Schule ohne Kinder, ja, sage ich euch. Aber irgendwann mal wird es schon Ende sein. Also, Aufgabe 1. Ton. Es geht hier um Ton. Ton zieht aus dem Wald Holz nach Hause. Glücklicherweise war Schnee auch bei denen, es war nicht so schwer. Ja? Also wenn du so einen Schlitten ohne Schnee aus dem Wald nach Hause ziehen musst, dann ist die Reibung sehr hoch. Sehr gut. Also es war jetzt hier nicht so große Reibung, aber du musst dann immerhin deine Kraft von 100 Newton diese Schlitten ziehen. Von dem Wald bis nach Hause zu ihm, wo er wohnt, ist 3 Kilometer. 3 Kilometer. Das ist schon eine Strecke. Das ist nicht so eine lange Strecke, das ist schon eine Strecke. Ja, so. Die Frage ist, berechne, wie viel Arbeit verrichtet du, wenn er all dieses Holz nach Hause zieht. Und dann musst du die richtige Einheit, in die richtige Einheit, das verrate ich dir, wenn du es nicht so erinnern kannst, dann musst du zurückblättern. Ja? In der richtigen Einheit bitte das schön aufschreiben. Ja? Das ist jetzt die erste kleine Übung. Und dann ist die zweite kleine Übung ist mit Gym. Gym muss Wasserkisten auf die dritte Etage hochtragen. Ja, er wohnt auf die dritte Etage. Die dritte Etage ist die, also von dem Eingang bis zu seiner Eingangswohnungstür ist 10 Meter hoch. Also er muss dieses Wasser in dem Treppenhaus, es gibt keinen Aufzug, ne, im Treppenhaus hochtragen. Ja? Und natürlich Kraft aufsuchen mit dem Wasser. Ja? Das habt ihr schön im Test beschrieben. Ja? Die Aufgabe ist, berechne, wie viel Arbeit Jim verrichtet, wenn er das Wasser auf die dritte Etage bringt oder hochtragen muss. Ja? So. Wie viel Wasser ist das? Ja, genau. Ich habe es hingeschrieben. 10 Liter. 10 Liter Wasser. Ja, okay. Weiß ich. Gut. Also, muss ich doch hinschreiben, die Masse. 1 Liter Wasser, 1 Liter. 1 Liter Wasser ist, hat eine Masse von 1 Kilogramm. Ja? 1 Liter Wasser ist 1 Kilogramm. So, das sagen wir einfach. Das ist so. Okay? Gut. Okay, meine Lieben, also das ist eure schöne Aufgabe. So, habt ihr das Wissensbaum, Video angeschaut? Ja? Und ihr seid neugierig? Ihr seid neugierig, wie viel Blätter für diese Sachen bekommt? Soll ich euch das schon verraten? Ja, dann mache ich das mal. So, okay. Also, wenn ihr das alles schön macht, wenn ihr das alles schön macht, den Tafel und diese 2 Aufgaben, insgesamt könnt ihr 6 schöne Blätter. Verdienen. Ja? Macht ihr das? So. Na, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und noch einen schönen restliche Woche. Ja? Und vielleicht wird am Wochenende ist wieder schön Sonnenschein und dann gehen wir in den Grunewald und wenn es auch passt, dann springe ich wieder ins Wasser. Ja? Okay. Tschüss.